Willkommen zurück zu Reassembly in 12 Folgen mit mir, Petrus von Creed.de, und wir sind immer noch auf dem Weg, uns irgendwie ein bisschen zu verbessern und uns auszubauen. Schauen wir mal, ob wir da oben vielleicht noch so eine Station klar machen können. Wenn ich nicht die ganze Zeit in irgendwelchen Kometen landen würde, habe ich schon so eine große Sicht auf die Welt, und dann passiert mir das trotzdem die ganze Zeit. Au, au, au. Nope. Noch keine Chance. Oh, gee. Ja, wenn ich sterbe, verliere ich alles, was ich mitgenommen hatte. Schauen wir mal gerade. Nope. Hier. Upgrade. Da wollen wir hin. Jawohl. Können wir jetzt den Fat Fish fliegen? Jawohl. Wir können den Fat Fish fliegen. Und da werden wir umgebaut in den Fat Fish. Und wir fliegen! Tatsache, kein Spaß, wir fliegen tatsächlich. Das Schiff bewegt sich. Ich bin völlig fasziniert davon. Okay, die Laser sind ein bisschen traurig. Aber dafür haben wir ohne Ende Raketen am Start. Komm, sammel ein. Ich bin da unten bei dieser Station, gucken, ob wir da was machen können. Uh oh. Ich will das da unten. Das Blaue will ich haben. Friss meine Raketen. Hast du einen Schutzschild, sag mal? Muss näher rankommen. Meine Laser müssen in Reichweite. Das Schiff da ist wertvoll. Ich sehe es schon, ich spüre es schon, ich schmecke es schon. Hör auf zu fliehen. Ergib dich deinem Schicksal. Kommst du wohl her? Vielleicht nicht das schnellste Schiff in der Galaxie. Aber wir sind definitiv nicht das schnellste Schiff in der Galaxie. Unsere Autokanone hustet sich da einen ab. Okay. Plötzlich hat es seine Flotte gefunden. Oder eine Flotte gefunden. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt. Ich war eh ganz woanders auf dem Weg hin. Braucht euch gar nicht mit mir anlegen. Schießen wir einfach mal unsere Raketen hier so irgendwo in die Gegend. Okay. Da unten zu der Station möchte ich. Ja, der Fat Fish ist gar nicht so schlecht. Er ist halt auch nicht so richtig so gut. Sag ich mal. Oh Gott, Autokanone, könntest du mal bitte einstellen, die Blumen anzuschießen? Historisch war das immer ein großes Problem. Oh je. Ich
fürchte, mein Imperium ist vorbei, bevor es überhaupt angefangen hat, wenn das hier so weitergeht. Au. Also die Laser sind schon wirklich echt drollig. Schauen wir mal, hier wird doch irgendwo noch eine Station sein, die wir frei machen können. Okay, also in den Lasern von denen habe ich keine Stiche. Oh weh. Müssen wir mal gucken. Vielleicht noch ein bisschen in Ruhe farmen. Eventuell. Und mal so ein bisschen was freischalten, wie zum Beispiel eine Factory und so. Dass wir uns hier Schiffe mitnehmen können. Gehen wir aber mal gerade hier rein tatsächlich und nehmen diese doofen Laser raus. Weil die... haben sich jetzt nicht so wirklich als nützlich erwiesen. Sondern bauen wir hier gerade eine Hülle dran. Dahin, 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 dahin. Und da bauen wir jetzt ganz viele Kanonen hin. Ne, die Fans kennen. Die kann da noch dran. Send die jetzt da unten. Jetzt müssen wir einfach mal ein paar Defense Cannons hin. Und eventuell einen Blast Pulser, für den wir absolut überhaupt gar keinen Platz haben. Ein Harvester haben wir auch keinen Platz für. Wir müssen auch so ein bisschen im Rahmen halten. 18 P kosten die. 17 P kosten die. Nicht leisten. Wie viel kosten denn diese Defense Cannons? Nicht so viel. Dann bauen wir noch ein paar von denen. Ein paar ist jetzt auch zu viel gesagt gewesen an der Stelle. Dann basteln wir uns mal gerade eben neu. Ah, das ist ja verdammt cool. Das holt sich auch wirklich nur die Teile, die es tatsächlich braucht. So, jetzt sind wir ein bisschen geschützter vor irgendwelchen wahllosen Attacken aus dem All. Die hier immer mal wieder auf uns zuprügeln. Richtig was zu holen gibt es hier nicht. Im Kampf mit anderen Imperien haben wir da schon deutlich mehr Spaß. Oh wow, seid ihr Gegner? Aber ihr seid doch so orange. Warum seid ihr denn Gegner? Kann sich aber hier auch nichts auf verlassen. Oh Gott. Ich häng fest. Zu weit rausgewagt. Zu weit rausgewagt. Direkt vernichtet worden. So, wie kann ich mir jetzt nochmal welche dazu holen? Wir haben keine Credits, um uns irgendjemanden zu recruiten. Und wir brauchen Credits, um uns zu upgraden. Teufelskreis. Absoluter Teufelskreis. Irgendwelche Krabben in meinen Königreich geflogen gerade. Geh weg, ich will das einsammeln. Oh Gott, da kommen ja noch mehr Krabben in mein Königreich. Oh Gott.
Hebe ich irgendwas davon auf? Nein, tue ich nicht. Ich sterbe nur die ganze Zeit mit meinem Kram in der Hosentasche. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, das kann's doch nicht sein. Oh Gott. Nein. Kann ich schon wieder sterben? So viele Ressourcen. Schon Schiff, verteidige dich. So, jetzt würde ich gerne mal eine Station anfliegen, bitte. Sammle ruhig noch ein bisschen was ein. Was für Zeit, einfach mal wieder was abzugeben. Jawohl. Noch mehr Krabbenschiffe? Ah, ist noch ein Krabbenschiff. Oder? Ist das ein Krabbenschiff? Mit der Steuerung habe ich immer noch nicht so hundertprozentig raus. Im Grunde genommen nur mein Hintern in die Richtung drehen, wo ich nicht hin will. Und alles ist gut. Dann klappt das schon. Mit dem Steuern. So, wir wollen jetzt mal hierher. Ist das noch eine unbehelligte Station? Nope. Das ist nicht. Nicht wirklich jedenfalls. Wuhu. Wir haben eine Station, eine neue. Hervorragend. Schauen wir mal da unten, ob wir die vielleicht auch noch mitnehmen können. Ugh. Hier durch navigieren ist natürlich wow. Okay. Schauen wir mal, ob ich das hinkrieg. Bau dich wieder auf Station. Unser Reich. Es kehrt langsam zurück. Okay, wir haben auch schon wieder einiges an Credits gemacht. Ups. Das war gerade ein Kill durch Stoßdampf. Okay, von dem muss ich mich einfach nur fernhalten. Leichter gesagt als getan. Du bist riesig. Du musst viel wert sein. Oh Gott. Ja. Wärst du auch, wenn ich hier auch nur im Ansatz lebend hätte rauskommen können. Aber diese Pflanzen halten ja zusammen wie Pech und Schwefel. Oh weh, oh weh, oh weh. Okay, wie sieht's denn aus? Upgrade-mäßig. Können wir eine Factory kaufen? Jawohl, können wir. So, jetzt soll ich eine Factory anbauen. Okay. Command-Module. Schmeißen wir den Generator raus. Schmeißen wir das Ding hier auch mal raus. Schmeißen wir das alles mal gerade raus hier.
So, jetzt soll ich hier eine Factory dran bauen, ja? Okay, ich schmeiß das alles mal weg. Können wir die nicht hier zentriert ansetzen? Nee, geht nicht. Weil die ist nicht zentrierbar. Okay, Mr. Fatfish. Okay, wir sollen jetzt was in die Dings reinbauen. Okay, wir sollen jetzt ernsthaft auf die Art und Weise sollen wir Ressourcen sammeln, ja? Das ist jetzt der Ernst von diesem Spiel, ja? Das sehe ich jetzt richtig. Sollen jetzt mit diesem Rotzschiff mit diesem Riesenschädelmonstrum ohne jegliche Begründung leben zu dürfen, soll ich jetzt Schiffe zerstören und dann andere bauen, ja? Okay. Irgendwie so, als hätten wir nicht schon verrücktere Dinge getan. Ich muss nur einsammeln. Das da. So, 41. 199 nur noch. Sollte ja jetzt machbar sein, solange wir uns in unserem eigenen Hoheitsgebiet befinden. Oh Gott, meine Antriebskapazitäten sind der helle Wahnsinn. Aber ich finde es gut, dass man nicht so extrem bestraft wird für schlechtes Design. Dass man immer noch so ein bisschen die Option hat, hier irgendwie zu überleben. Und was zu reißen. Das gefällt mir sehr gut. Auch wenn es nicht so wirklich viel ist, was man hier machen kann. Da ist Material. Oh Gott. Rutschen das entlang. 83, wir haben es gleich. 83. Ich könnte natürlich auch ein kleineres Schiff spawnen. Oh, ich kann einen. Moment. Ich soll einen. Nein. Moment. Kann ich jetzt. So. Kann ich meinen Design Fat Fish nicht noch laden? Okay, bauen wir erstmal einen Skirmisher. So, den haben wir jetzt gerade ausgespuckt. Okay, und jetzt soll ich noch was mit seiner eigenen Fabrik bauen? Mein eigenes Schiff hat mir gerade die Ressourcen geklaut. Ah nein, das gibt mir die Ressourcen. Wunderbar. Das wäre jetzt schon ein bisschen arg traurig. Oh oh. Oh oh, oh oh.
müssen vorsichtig sein. Wir müssen kurz mal hier ins Flottendesign und was Neues basteln, was eine Factory hat. Und das wir uns leisten können. Brauchen wir ein Power-Modul eigentlich dafür? Ich weiß es nicht. Und das Ding nennen wir jetzt einfach mal Little Havana. Ich weiß nicht wieso, aber wir nennen das jetzt mal so und setzen das hier auf die Bau-Queue und bauen uns jetzt mal Little Havana. Das arme Ding jetzt ein bisschen hilflos durch die Gegend eiert. Du kleines, fettes Scheißding. Komplett hilflos. Oh Gott. So, jetzt haben wir schon einige Objectives erledigt. Oh, hier ist aber... Das ist ja cool. Kleine Strands. Das Zeug sammle ich einfach so ab. Ich muss dafür gar nicht schießen. Okay. Hallo, sammel. Sammel mehr? Das dumme kleine Ding. Fass es nicht. Ich fass es nicht. Ich werde nicht mehr. Oh nein, mein Factory-Modul wird zerstört. Aber wie cool das ist, wie sich das hier wieder aufbaut und so. Meine Güte. So ein unheimlich cooles Spiel. Aber ich habe eh zu viele Ressourcen. Komm. Wirf mal ab. Wieso wirft der jetzt nicht ab? Da jetzt los. Gucken wir mal grad. Nee. Nee. Upgraden wir mal in noch mehr P. Dass wir jetzt unseren Fat Fish mal wieder umbauen können. Auf oh Gott. Ich glaube, davon braucht man nicht unbedingt viel mehr. Man braucht sie quasi nur dafür, dass sie existieren. Und gut aussehen. Ich will keine Defense Cannons. Ich will Waffen. Ich will anständige, ordentliche Waffen. Warum kann ich hier nichts hinsetzen? Gut. Setze ich eben hier hin. Auch recht. Dreh dich, Teilchen, dreh dich. Kann ich die nicht hier hinsetzen, weil das dann da zusammenstößt? Schade. Schade, schade, schade. Kann ich dich nicht einfach größer machen? Ja, kann ich. Ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Damn it. Okay, das hat nicht funktioniert. Ach ja, warum baue ich es eigentlich nicht so rum? Das ist eigentlich egal. Bauen wir noch so ein paar verkehrte rum? Nee, das ist ja, komplett blöd. Passt hier noch ein Container? Passt hier irgendwas dazwischen, was es denn ergibt? Gut, dann nehme ich halt die Defense Cannons. Die Stelle einfach nur, damit da was ist. Plasma Cannon passt hier noch wunderbar hin. Ja, wunderbar ist auch übertrieben. Gut, wir können noch einiges anbauen. Das heißt, wir erweitern mal nach hier hinten weg. Dreh dich. Wie bewege ich hier die Karte? Ah, wir sehen. Ups. Ganz einfach. Wirklich einfach. Nee. Die kleinen Thruster tun es schon. Können wir denn dann noch hinbauen? Waffenmäßig. Mehr Plasmakanonen. Mehr Plasmakanonen. Braucht das Land. 515. Können wir vielleicht noch Defense Cannons irgendwo unter? Oh ja. Kriegen wir. Nein. Was passiert? Was passiert? Okay, mein neues Design wurde angenommen. Gott sei Dank. So, dann bewegen wir uns mal raus in die weiten Weiten des Weltalls. Und schauen mal, wie wir uns mit noch mehr Schiffen dann anlegen können, aber wahrscheinlich eher beim nächsten Mal. Gott, ich brauche unbedingt mehr. Unbedingt. Sehr viel mehr Triebwerke. Gottes Willen. Haben wir noch ein bisschen Platz für Triebwerke? Da kommt noch eins hin. Da kommt noch eins hin. Mist. Geht nicht. Blödes Schiff da. Unfassbar. Dass das Ding immer noch lebt. Ja, ich wollte mich gerade verabschieden für heute, aber bin dann schon direkt fasziniert davon, hier durchs Weltall zu kutschen und Zeug einzusammeln. Ich sag an dieser Stelle wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, Like da lassen. Wer was zu sagen hat, kommentieren. Wer es noch nicht getan hat, abonnieren, denn es geht selbstverständlich weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Schönen Abend noch. Und diejenigen, die auch Reassembly spielen, viel Erfolg mit euren Flotten. Hofft, dass es euch besser ergeht mit Schiff und Flotte als mir so oft. Also, macht's gut. Bis dahin.